Hier in dem Video stelle ich euch 5 brandneue Platten aus dem Januar vor, die ihr definitiv mal abgecheckt haben solltet. Weiteres dazu nach dem Intro. Moshpit Passion, you know, for the passion of the music. Herzlich willkommen bei Moshpit Passion auf YouTube. Ich bin der Kayo. Vielen lieben Dank, dass du hier eingeschaltet hast. Und falls du uns noch nicht abonniert haben solltest, würde es mich sehr, sehr freuen, wenn du einmal kurz dieses Video pausierst, unten auf den Abo-Button klickst, die Glocke aktivierst und im Gegenzug garantieren wir dir mindestens ein brandneues Video in der Woche. Das Ganze ist selbstverständlich zu 100% kostenlos. So viel dazu. Kommen wir direkt zu unserem Themenvideo, wo ich euch 5 brandneue Platten vorstelle, die jetzt im Januar erschienen sind. Und als allererstes haben wir hier Formosa mit ihrer neuen Platte Bittersweet, eine Band aus Essen, die mir das Ganze hier geschickt haben. Ich verfolge die Band jetzt schon seit einigen Jahren und bin echt erstaunt zu sehen, was für eine Karriere die hingelegt haben, mit welchen Bands sie touren, stellenweise selber als Headliner auftreten. Interessanter Sidefact, die haben ihr eigenes Festival oder sagen wir mal Showkonzept, wo die ihr eigenes Bier brauen und es dort dann ja zur Verköstigung dann ausschenken. Schaut mal am besten ab. Ich habe unten euch in den Kommentaren alle Social Media Links und den Shop zu dieser Platte und auch zu den ganzen anderen, die ich hier vorstellen werde, verlinkt. Und hier bekommt ihr einen Mix aus Mando Diao, ein bisschen Muse und einen ganz, ganz dicken Arschtritt Rock'n'Roll, sehr, sehr modern gehalten. Solltet ihr mal definitiv abchecken. Das Ganze gibt es als schwarze LP und als rote LP. Also je nachdem, was euch da lieber ist, könnt ihr euch zwischen den Farben entscheiden. Ich habe hier die schwarze Platte zugeschickt bekommen. Passt perfekt zu den Artwork und ich bin echt positiv über diese Platte überrascht. Und als Highlight kann ich euch hier nur empfehlen Welcome to My Hell, den Titeltrack Bittersweet. Und Melinda, hört da mal bitte definitiv rein. Formosa mit Bittersweet. Als nächstes hat mir Oktober Promotion etwas geschickt, unter anderem von der Band Upon Stone. Ich dachte mir bei dem Artwork, oh Gott, ist das hässlich, das kann überhaupt gar nichts. Aber lasst euch nicht von dem Artwork täuschen, der Inhalt zählt. Und oh mein Gott, ihr bekommt hier richtig geilen Melodic Death Metal. Göteborger Schule, würde ich sagen, ältere In Flames. Und das Ding hat mich wirklich weggehauen. Ja? Das Ganze kommt als 180 Gramm Vinyl. Es gibt auch, meine ich, verschiedene Farben. Hier die LP ist schwarz, passt auch zu dem Artwork. Und ja, das ist echt wirklich eine kleine Perle, die hier bei mir eingetroffen ist, wo ich echt positiv überrascht bin. Gerade so in letzter Zeit höre ich auch vermehrt Melodic Death Metal, und da kommt sowas genau gelegen. Und ja, wer auf Göteborger Schule steht, definitiv mal abchecken. Upon Stone. Als nächstes hätten wir Economist New Build Ghetto Status. Und da gibt es eine interessante Geschichte, und zwar der liebe Neudi hat das Ding wie verrückt bei sich auf Facebook gepostet und ich dachte mir, warum postet er das immer so häufig und so oft? Hab da mal reingehört und dachte mir so, wow, was ist das denn? Es ist sehr progressiv gehalten, progressiver Metal der Marke Injustice for All und Master of Puppets. Irgendwo dazwischen deutliche Thrash-Metal-Anteile habt ihr, auch so ein paar Crew-Shouts, also ein bisschen Hardcore. Das Ganze kam allerdings in den 90ern raus und ich war echt positiv überrascht, als ich das ganze Ding mir reingezogen habe, habe der Neudi angeschrieben. Er so, ja, das ist meine Band. Wir haben hier das Album rausgebracht, ist leider nie irgendwie größer geworden. Ich dachte mir, was, wie kann das sein? Ohne Witz, Leute, das ist für mich echt ein Highlight aus den 90er Jahren. Sehr, sehr hoher Metal-Standard. Wie gesagt, wenn ihr auf Progressive Metal der Marke Injustice for All steht von Metallica, reinhören, ey, das Ding, das brettert, es ist laut, es ist top produziert. Der Schlagzeug-Sound. Neudi, ich bin sprachlos, ich habe dir das geschrieben. So muss für mich eine Kick-Drum klingen, genauso wie hier drauf. Was ich sehr, sehr schön finde. Danke nochmal, Neudi, für deine Unterschrift. Ich sammle ja auch Autogramme. Und das Ding kann ich euch wärmstens empfehlen. Bitte checkt das Ganze mal ab. Ich habe euch das unten alles verlinkt. Falls dir das alles viel zu soft ist und du denkst dir, ich muss mal etwas hören, was mich anschreit, was mich fordert, was einfach stumpfes, hartes,
technisches Geknüppel ist, dann kann ich euch hier die Extreme Metal Band Vitrol oder Vitrol empfehlen. Suffer and Become, das Ganze wurde mir auch von Oktober Promotion geschickt. Und ja, das Ganze geht in Extreme Metal der Marke so Behemoth, also sehr, sehr modern gehaltener Black Metal, sehr extrem, dicke Produktion, knüppelt. Es ist sehr, sehr bombastisch, stellenweise auch sehr, sehr episch, einfach nur böse ins Gesicht. Und wer es einfach echt nur stumpf mag, da kann ich euch dieses feine Stück hier empfehlen. Kommt auch als 180 Gramm Vinylversion raus, kam jetzt, ja, Century Media hat das Ganze veröffentlicht, auch ein krasses Artwork, wie ich finde, passt perfekt zur Musik. Wer es halt echt extrem mag, der sollte hier reinhören. Als letztes haben wir hier noch Escalera Grind aus den USA. Das Ding ist für mich echt eine Überraschung. Das ist eine Mini-LP mit 4 Songs. Die haben schon mal vor 2 Jahren ein Album rausgebracht. Das hier ist deutlich brutaler. Klar steht das Wort Grind drin. Man denkt direkt an Grindcore und die Band versteht sich auch irgendwie als Grindcore-Band. Ich muss jedoch sagen, ich höre Death-Metal-Anteile passenderweise. Heißt die EP Death-Metal. Also ganz langgezogen das Wort. Jedoch deutliche Hardcore-Vibes. Die kommen auch aus dem Hardcore, spielen mit vielen Hardcore-Bands und ja, also Hardcore steht da echt über allen, auch wenn das hier nicht so direkt offensichtlich ist, aber das Ding, das knüppelt, es ist hart, es ist für mich einfach nur eine metallische Version von Hardcore, die Band hier raushaut, da in der Band drin, ich weiß nicht, ob das irgendwie für jemanden interessant ist, die Frontfrau hat eine gewisse Ähnlichkeit mit der Frontfrau von Ginger, die Tatjana, klingt auch stellenweise genau so und das Ding ist echt eine mega Abrissbirne. 4 Songs, ganz ehrlich, bei dem Genre und bei der Musik, die hier machen, reicht komplett, weil es echt ultra hartes und stumpfes Geballer stellenweise ist. Man sagt ja nicht ohne Grund, stumpf ist Trumpf. Escalera Grind mit Death Metal. Hier meine 5. Empfehlung für euch. Zu guter Letzt würde ich sehr, sehr gerne wissen, was waren eure Highlights, die im Januar rausgekommen sind? Schreibt mir das sehr, sehr gerne in die Kommentare, genauso wie ob dich eine von den gezeigten Platten hier anspricht, würde mich mega interessieren. Genauso wie das, wenn du eine der Bands supportest. In dem Sinne, gehabt euch wohl. Vielen lieben Dank an dieser Stelle nochmal an Formosa und Oktober Promotion, die mir die Sachen stellenweise hier zur Verfügung gestellt haben. Wir sehen uns schon sehr, sehr bald wieder. Macht's gut, bis demnächst und ciao, ciao. Passion, you know, for the passion of the music.